erster Linie ihr Ehemann. Schaut euch Vers 11 an. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen. Vers 23. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Er hat eine Ehrenposition, einen hohen Rang, Würde und Erfolg. Aber er ist dort, weil er ihr Mann ist. Was sie zu seinem Leben beigetragen hat, bringt ihn in diese Position. Doch ganz am Ende, in Vers 28, ihre Söhne stehen auf und preisen sie, ihr Mann lobt sie. Ich möchte zu euch Ehemännern und zu mir selbst sagen, es zahlt sich aus, seine Frau zu loben. Viele von euch würden sich wundern, wie sehr sich eine Frau nach Lob sehnt. Ihr könnt sie nicht bezahlen für das, was sie tut. Eine gute Frau kann man nicht bezahlen. Aber ihr könnt sie loben. In gewisser Hinsicht ist das ein guter Handel, oder nicht? Denkt nur dran, was ihr dafür bekommt. Ich meine das ehrlich. Ich sage das auch zu mir selbst, denn ich neige dazu, das, was Menschen tun, für selbstverständlich zu erachten. Mich interessieren die Resultate. Die Menschen sind zwar da, und wenn wir die Resultate erzielen, dann preist dem Herrn. Aber der Herr lehrt mich, die Menschen nicht für selbstverständlich zu erachten. Denn das zahlt sich nicht aus. Das gilt nicht nur für die Ehefrauen, sondern für alle, die mit uns arbeiten und uns dienen. Betrachte sie nicht als etwas Selbstverständliches. Gehen wir nun kurz auf die Verantwortungsbereiche des Ehemannes innerhalb dieser Beziehung ein. Ich möchte euch 5 Dinge vorschlagen. Ihr Ehemänner, was ist das Erste? Die Liebe, genau. Hier haben wir keine Wahlmöglichkeit. Das ist auch keine Empfehlung, sondern vielmehr ein Gebot. Schlagt Epheser 5, Vers 25 auf. Epheser 5, 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Wenn ihr also eure Frauen nicht liebt, seid ihr der Schrift ungehorsam. Wie auch der Christus die Gemeinde liebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Beachtet hier, die Liebe, um die es hier geht, ist eine Liebe, die sich selbst hingibt. Sie nimmt nicht, sondern sie gibt. Die zweite Verantwortung besteht darin, das Haupt zu sein. In 1. Korinther 11, 3 heißt es, das Haupt der Frau ist der Mann. Welche Funktionen hat ein Haupt? Wenn ihr an den natürlichen Körper eines Menschen denkt, dann meine ich, kann man 4 Funktionen erkennen. Das Haupt nimmt Signale vom ganzen Körper wahr. Das Haupt trifft Entscheidungen. Das Haupt handelt. Das Haupt gibt dauerhafte Wegweisung. Das sind die Verantwortungsbereiche eines Mannes. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem Ehepaar gehört habt, das schon eine ganze Weile verheiratet war. Und eines Tages sagte der Ehemann, als wir vor 22 Jahren heirateten, kamen wir überein, dass ich all die größeren Entscheidungen treffen würde und meine Frau die kleineren. Doch bis heute standen noch nie größere Entscheidungen an. Der dritte Verantwortungsbereich ist die Fürsorge. 1. Timotheus 5, 8. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Ich muss zugeben, dass es leider Prediger gibt, die nicht für ihr eigenes Haus sorgen, sondern die ganze Zeit unterwegs sind und predigen. Die Bibel sagt, sie sind schlechter als ein Ungläubiger. Vor vielen Jahren war ich einmal auf einem Treffen und ein anderer geistlicher Leiter machte eine beiläufige Bemerkung. Er sagte, ein Experte ist jemand, der viel von zu Hause weg ist und eine Aktentasche mit sich trägt. Zu jener Zeit reiste ich viel durch Amerika und predigte. Und dieser Satz traf mich in meinem Herzen wie ein Pfeil. Ich dachte, das ist eine gute Beschreibung von mir. Ich bin ein Mann, der überall alles im Griff hat, außer in seinem eigenen Haus. Es gibt viele solche Prediger. Ich möchte niemanden kritisieren, ich halte lediglich diese Tatsache fest. Sie haben Erfolg im Revier eines anderen, aber nicht in ihrem eigenen Haus. Dann wenden wir uns nochmal Epheser 5 zu, einem Schlüsselkapitel für diese Lehre. Epheser 5, 26. Hier geht es um Christus. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie gegeben,
auf dass er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Ich glaube, es ist die Verantwortung des Ehemanns, seine Frau und seine Familie durch die Lehre des Wortes Gottes zu reinigen. Ich glaube, das hat einen reinigenden und heiligenden Effekt wie nichts anderes. Das bedeutet nun nicht, dass die Frau ihrerseits keine Predigerin oder vollmächtige geistliche Leiterin sein kann. Doch die wichtigste Verantwortung, die Quelle der Lehre in einem Haus, sollte der Ehemann sein. Dann Epheser 5, 29. Es geht immer noch um dasselbe Thema. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Ehemänner haben also die Verantwortung, ihre Frauen zu nähren und zu pflegen. Ich bringe meine Frau manchmal in Verlegenheit, weil ich öffentlich Dinge sage, von denen sie vielleicht denkt, ich solle sie besser nicht sagen. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen, aber ich habe den Eindruck, Gott will, dass ich Folgendes sage. Vor weniger als einem Jahr war ich auf einer Veranstaltung. Es gab eine sehr gute Predigt. Ich erinnere mich nicht einmal mehr an den Prediger. Dann, vor dem Abendmahl, war eine Zeit der Stille und der Mann sagte, jeder von euch soll Gott fragen, ob er euch was zu sagen hat. Ich bin hier sehr vorsichtig, denn wenn Gott etwas sagt, möchte ich es nicht ignorieren. Deshalb denke ich mir manchmal, vielleicht frage ich besser nicht. Aber ich habe es dennoch getan und eine sehr einfache Antwort erhalten. Sei freundlicher zu deiner Frau. Man kann nie freundlich genug zu seiner Frau sein. Ich glaube nicht, dass ich unfreundlich bin, aber ich erkannte, dass es Bereiche gab, in denen ich nicht sensibel war. Ich habe die Nöte meiner Frau nicht genügend beachtet. In den letzten beiden Jahren haben wir eine schwere Zeit durchgemacht. Ruth war schwer krank. Wir haben um ihre Gesundheit gerungen und gekämpft. Und als sie krank wurde, musste ich zu mir selbst sagen, Bruder Prince, es sieht nicht so aus, als ob du ein besonders erfolgreicher Ehemann gewesen bist. Ich habe auch versucht, selbst meine Lehren daraus zu ziehen. Und wir beide haben viel in dieser Zeit gelernt. Es gibt also keine vollkommenen Ehemänner. Brüder im Herrn, ja, selbst Prediger sind keine vollkommenen Ehemänner. Um offen die Wahrheit zu sagen, jene sind oft besonders schlecht. Gehen wir nun zu den Verantwortungsbereichen der Frau über. Zunächst einmal, warum wurde dem Mann eine Frau gegeben? Schlagen wir 1. Mose 2,18 auf. 1. Mose 2,18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Diese Bibelstelle könnte man stundenlang kommentieren, da die hebräischen Begriffe nur sehr schwer in Englisch wiederzugeben sind. Doch darauf werden wir nicht eingehen. Ich will ihm eine Hilfe oder Gehilfin machen. Die Hauptabsicht, weshalb Gott Adam eine Frau gegeben hat, lag darin, dass sie ihm eine Gehilfin geben wollte. Ihr Frauen, was habt ihr gesagt? Ich konnte euch nicht hören. Gehilfin. Heutzutage denken viele Menschen, wenn ich eine Gehilfe bin, dann bin ich minderwertig. Das ist absurd. Im Leib Christi gibt es niemand, der einen anderen über- oder unterlegen wäre. Jeder von uns hat einen Platz und eine Aufgabe. Gott möchte von uns, dass wir an dem speziellen Platz und in der speziellen Aufgabe, die er uns gegeben hat, treu sind. Ich danke Gott dafür, dass jede meiner beiden Frauen eine großartige Gehilfin für mich war und ist. Ohne meine Frauen hätte ich niemals erreichen können, was ich erreicht habe. Die nächste Anforderung steckt den modernen Frauen oft wie ein Kloß im Hals. Die Unterordnung. Schauen wir doch nochmals im Epheserbrief nach, Kapitel 5, Vers 22. Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn. Ich weiß, dass viele Prediger alles über diese Bibelstelle wissen, doch viele von ihnen ignorieren den vorherigen Vers. Dort steht, seid einander untertan in der Furcht Christi. Im Leib Christi sind wir in erster Linie einander untergeordnet. Jede Gläubige sollte jedem anderen Gläubigen untergeordnet sein. Sobald wir das einmal festgemacht haben, wird die Diktatur in der Familie kein Problem mehr sein. Doch im Rahmen der Familienbeziehungen soll sich die Frau dann ihrem Mann unterordnen. Ihr sagt vielleicht nun, Petrus war ein verheirateter Mann und hat nur seine Position ausbauen wollen. Doch Paulus war nicht verheiratet und hat genau dasselbe gesagt. Beide fangen immer mit der Verantwortung der Frauen an. Wisst ihr warum?
Wenn die Frau ihrer Verantwortung nicht gerecht wird, ist es für den Mann so gut wie unmöglich, seiner eigenen gerecht zu werden. Die Frau hat den Schlüssel in der Hand, mit dem sie die Tür öffnen oder schließen kann, damit der Mann seine Rolle ausfüllen kann. Ich möchte ein Wort zu meiner ersten Frau sagen, die einige von euch hier kannten. Sie war mindestens ein- oder zweimal hier, um zu dienen. Sie war Dänin. Sie war um etliches älter als ich. Als ich sie heiratete, war sie bereits eine erfahrene und erfolgreiche Missionarin, die etwas geschafft hatte, das sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht anders hätte schaffen können. Sie war sehr intelligent und eine talentierte Rednerin. Wenn sie mich hätte dominieren wollen, hätte sie das problemlos tun können. Doch was man ihr hoch anrechnen muss, sie trat einen Schritt zurück und erlaubte diesem unerfahrenen jungen Mann in ihr Leben einzutreten und Haupt der Familie zu werden. Und bei manchen Dingen, die ich tat, muss sie wohl schreckliche Qualen gelitten haben. Vergesst nicht, dass ich nie Geschwister hatte und auf einmal war ich das Haupt einer Familie mit 8 Mädchen. Wenn ihr glaubt, wir hätten nicht gelitten, dann seid ihr unrealistisch. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Lydia trat in den Hintergrund und ließ mich meinen Platz einnehmen. Wenn sie an ihrem Platz festgehalten hätte, hätte ich meinen nie einnehmen können. Und wenn Lydia diesen Schritt nicht getan hätte, wäre ich jetzt sicherlich nicht das, was ich bin. Einen Großteil von dem, was ich jetzt bin, muss man Lydia zuschreiben. Der dritte Verantwortungsbereich einer Frau besteht meiner Meinung nach darin, den Mann zu unterstützen und zu tragen. Gott hat den Leib so geschaffen, dass das Haupt sich nicht selbst tragen kann. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn der Mann das Haupt ist, dann muss er vom Leib getragen werden. Wer die Hauptverantwortung dafür trägt, ist die Frau. Und ihr Frauen, ich möchte euch eins sagen, in vielerlei Hinsicht sind Männer ziemlich schwache Geschöpfe. Sie brauchen Unterstützung. Sie können nach außen hin ein Macho-Gehabe an den Tag legen, ein bisschen herumschreien und den wilden Mann spielen, doch in ihrem Inneren sind sie kleine Mäuschen. Ihr müsst nett zu ihnen sein. Ihr werdet ihre Schwachheiten sehen und sollt rücksichtsvoll damit umgehen. Das nächste, was ich mir von meiner Frau wünsche, und sie tut das ganz ausgezeichnet, ist Ermutigung. Wie viele von den Ehemännern möchten von ihren Frauen ermutigt werden? Heb doch mal die Hand. Es gibt nichts, was so weh tut, wie eine Frau, die ihren Mann entmutigt. Er ist Prediger und hat gerade eine ziemlich schwache Predigt hingelegt, auf die fast niemand reagiert hat. Wenn er nach Hause kommt und seine Frau zu ihm sagt, das war eine ausgesprochen miese Predigt, dann ist das das Schlimmste, was man ihm antun kann. Er fühlt sich wie ein Wurm. Doch wenn sie sagt, nun, das war zwar nicht einer deiner besten Predigten, aber mir gefiel sie, dann denkt er, vielleicht gibt es doch noch Hoffnung. Vielleicht kann ich es trotzdem noch schaffen, versteht ihr? Denkt dran, ein Name des Heiligen Geistes ist Ermutiger. Eine bessere Übersetzung des Wortes, das mit Tröste wiedergegeben wird, ist Ermutiger. Wenn du also deinen Ehemann ermutigst, dann übernimmst du in dieser Situation die Rolle des Heiligen Geistes. Schließlich denke ich, dass es die Verantwortung einer Ehefrau ist, für ihren Mann Fürbitte zu leisten. Ihr Frauen verbringt nicht so viel Zeit damit, euch über eure Männer Sorgen zu machen, sie zu kritisieren oder ihnen ihre Fehler unter die Nase zu reiben. Vielmehr geht auf eure Knie, fangt an, Gott für sie zu danken und betet für sie. Ihr selbst werdet davon am meisten profitieren. Im Laufe der Jahre haben Ruth und ich den Kontakt zu zwei Ehepaaren gepflegt und in beiden Fällen hatte der Ehemann große Schwächen und Probleme. Doch diese beiden Frauen machten miteinander aus, dass sie jeden Morgen für ihre Ehemänner Fürbitte leisten würden. Das haben sie dann jahrelang treu getan. Heute haben beide Ehemänner Erfolg. Der eine steht erfolgreich im geistlichen Dienst und der andere hat Erfolg in seinem weltlichen Beruf. Doch ohne die beharrliche und treue Fürbitte ihrer Frauen wären sie niemals zu dem geworden, was sie jetzt sind. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass die Familie ein Modell der Gemeinde ist. Daraus kann man wichtige Schlussfolgerungen ziehen, denn ich denke, dass eine Gemeinde nie stärker sein kann als die Familien, aus denen sie besteht. Gehen wir für einen Augenblick zu 1. Timotheus 3, Vers 4 und 5. Dort geht es um die Qualifikation eines Ältesten. Es heißt, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht. In der Bibel bedeutet Haus eigentlich Familie. Also,
Einer, der der eigenen Familie gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Und das ist heute nicht leicht. Da seid ihr sicher mit mir einer Meinung. Wenn aber jemand der eigenen Familie nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Es gibt also eine enge Parallele zwischen den Eigenschaften, die erforderlich sind, um eine Familie zu leiten, und den Eigenschaften, die erforderlich sind, um Gottes Versammlung, die Gemeinde, zu leiten. In gewisser Hinsicht übernimmt somit der Ehemann innerhalb der Familie die Rolle des Pastors oder Hirten. Wie wir schon gesehen haben, ist die Rolle der Frau die der Helferin. Wie lautet das theologische oder kirchliche Wort für Helfer? Diakon. Ja. Das ist die Bedeutung des Wortes Diakon, ein Helfer. Der Ehemann ist also der Älteste, die Frau ist der Diakon oder die Diakonin und die Kinder sind die Herde oder die Gemeindemitglieder. Hiob spricht von einem Mann, der seine Kinder wie eine Herde ausschickt. Hier finden wir also quasi einen Mikrokosmos der Gemeinde mit ihren drei Elementen. Die Ältesten oder Pastoren, die Diakone oder Helfer und die Gemeindemitglieder. Ihr seht also, wenn eine Familie in Unordnung ist, ist es wirklich unmöglich, diese Familie einfach in die Gemeinde zu integrieren und zu erwarten, dass sie innerhalb der Gemeinde zu funktionieren beginnt. Eine Gemeinde kann nicht besser funktionieren als die Familien, aus denen sie besteht. Verschiedene Bedingungen spielen bei der Aussage eine Rolle, doch in vielerlei Hinsicht erkennen Gemeindeleiter nicht, wie wichtig es ist, Familien zu haben, die in Ordnung sind, wenn sie eine Gemeinde haben wollen, die in Ordnung ist. Ich möchte nun zwei aufregende Anwendungsmöglichkeiten dessen aufzeigen, was ich eben gelehrt habe. Ich vertraue darauf, dass sie euch begeistern werden. Erstens, gehen wir zu dem zurück, was Gott ursprünglich im Sinn hatte, als er Mann und Frau schuf. Wir gehen zurück zu 1. Mose Kapitel 1, Vers 27, 28. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Zuerst heißt es ihn in der Einzahl, dann heißt es sie in der Mehrzahl. Als Mann und Frau schuf er sie. Dann sprach Gott zu ihnen, und er sprach zu beiden, nicht nur zum Mann allein. Und das heißt, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie euch untertan, und herrscht. Hier brechen wir ab. Es lag nicht in Gottes Absicht, dass der Mann allein über die Erde herrschen sollte. Vielmehr sollten Mann und Frau gemeinsam als Einheit Gottes Autorität und Regentschaft über die Erde in seinem Namen ausüben. Ich möchte euch verständlich machen, dass der mächtigste Einzelfaktor im geistlichen Kampf und in der Ausübung geistlicher Autorität ein verheiratetes Ehepaar ist, das in Harmonie und Einheit miteinander lebt. Das ist nach wie vor Gottes Weg zur Ausübung der Herrschaft. Nicht der Mann allein, nicht die Frau allein, sondern Mann und Frau, die gemäß dem Plan Gottes in der Ehe vereint sind. Sie sind es, die die Herrschaft ausüben. Ich möchte euch einige einfache geistliche Prinzipien weitergeben, die hier Anwendung finden. In Matthäus Kapitel 18, Vers 18 folgende sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, und im Griechischen heißt es in meinen Namen hinein, der Dreh- und Angelpunkt des Treffens ist Jesus. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinen Namen hinein, da bin ich in ihrer Mitte. Das Minimum sind zwei oder drei. Und zu dieser prinzipiellen Mindestanzahl spricht Jesus, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, im Griechischen heißt es weiter, wird es im Himmel gebunden worden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde lösen oder freisetzen werdet,
wird es im Himmel gelöst oder freigesetzt worden sein. Das ist sehr anschaulich. Es bedeutet, dass das, was wir auf Erden sagen, bestimmt, was im Himmel geschieht. Wir denken oft, wir warten darauf, bis Gott handelt. Oft stimmt das auch. Aber es gibt auch Zeiten, in denen Gott darauf wartet, dass wir handeln. Ich hatte einen Freund, der ein Pastor in Dänemark war und mittlerweile schon zum Herrn heimgegangen ist. Er war sehr besorgt über die vielen Scheidungen. Das ist ja wirklich ein sehr schwieriges Problem, das viel Fingerspitzengefühl erfordert. Innerhalb seiner Gemeinde gab es verschiedene Meinungen darüber und er war sich nicht sicher, wohin er tendieren sollte. Er entschloss sich also, sich einen Tag freizunehmen und für sich selbst Gott zu suchen. Er hat Ruth und mir einmal persönlich darüber erzählt. Er sagte zu Gott, Gott, was auch immer du sagst, ich werde es tun. Zu seinem großen Erstaunen erwiderte Gott, ganz im Gegenteil, was auch immer du sagst, ich werde es tun. Mit anderen Worten, du musst die Entscheidung treffen. Ich glaube, was das schwierige Problem der Scheidung betrifft, stimmt das. Ich denke, die Leiterschaft innerhalb der Gemeinde muss die Entscheidungen treffen, jedoch auf der Grundlage der Heiligen Schrift, nicht willkürlich. Wenn dann diese Entscheidung mit Gebet und Sensibilität gefällt wird, dann sagt Gott, ich stehe dazu. In gewisser Hinsicht liegt die Initiative bei uns. Was wir auf der Erde binden werden, wird im Himmel gebunden worden sein. Und was wir auf der Erde lösen werden, wird im Himmel gelöst worden sein. Genau so ist es. Wir erfüllen die Bedingungen und sagen, wir binden dich im Namen Jesu und schauen uns um, und es ist im Himmel schon gebunden worden. In dem Augenblick, als wir es auf Erden ausgesprochen haben, wurde es im Himmel festgemacht. Doch, wie lauten die Bedingungen dafür? Vers 19. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden eins werden, um irgendetwas zu bitten, so wird es ihnen von meinem himmlischen Vater zuteil werden. Das ist eine erstaunliche Verheißung, oder nicht? Wenn zwei Menschen eins werden können, das griechische Wort hierfür lautet Symphonei, von dem sich unser Wort Symphonie ableitet. Das ist nicht nur eine intellektuelle Übereinstimmung, sondern vielmehr Harmonie. Wenn zwei Menschen auf Erden in vollkommener Harmonie miteinander sind, wird all das geschehen, wofür sie beten. Ihr fragt vielleicht, wie kann das gehen? Und ich möchte euch mein Verständnis darlegen. Wir können nur dann Harmonie miteinander haben, wenn wir beide mit dem Heiligen Geist harmonieren. Denn wo zwei von uns mit dem Heiligen Geist harmonieren und Einheit finden, liegt der Wille Gottes. Der Schlüssel hierzu, der Schlüssel zur Ausübung dieser Autorität ist besagte Harmonie. Jetzt werden vielleicht einige von den Verheirateten unter euch verstehen, weshalb ihr auf so großen Widerstand stoßt, wenn ihr Harmonie schaffen wollt. Wisst ihr, ich bin kein Musiker und ich weiß nicht, ob wir welche hier unter uns haben. Aber nichts ist so schrecklich wie Musik, die fast harmonisch ist. Stimmt das? Das ist schmerzhaft. Was ist mit Ehen, die fast harmonisch sind? Wie klingen sie vor Gott? Erfüllen sie Gottes Zweck? Nein, Gott ist ein Musiker. Er sagt, ich bin sehr sensibel. Wenn ich zwei Menschen dazu bringen kann, dass sie wirklich miteinander harmonieren, dann wird all das, wofür sie beten, geschehen. Wir sehen, meinem Verständnis nach, hierin den eigentlichen Kern geistlicher Autorität. Man findet ihn wirklich bei verheirateten Paaren. Es ist absolut wahr, dass neben verheirateten Paaren auch andere miteinander harmonieren können. Zwei Männer können miteinander harmonieren, zwei Frauen können miteinander harmonieren. Danken wir Gott, wo auch immer dies geschieht. Doch die Menschen, die am natürlichsten und am offensichtlichsten Gebete harmonieren können, sind gläubige Ehepaare. Wenn nun ein Teil des Ehepaars nicht gläubig ist, ist das nicht in derselben Art und Weise möglich. Doch wenn beide Gläubige überzeugte Christen sind, können wir die größtmögliche Autorität dadurch ausüben, dass wir miteinander harmonieren. Brüder und Schwestern, es ist viel wert, viel Opfer und viel Selbstverleugnung, um Harmonie zu erzielen. Es ist nicht leicht, denn der alte Mensch harmoniert nicht. Er lebt ständig in Disharmonie mit allem und jedem und mit sich selbst. Ich möchte euch noch eine weitere Bibelstelle nennen. Amos Kapitel 3, Vers 3. Können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander? Was ist der Schlüssel zum Miteinandergehen? Einig zu sein oder zu harmonieren.
Doch zu diesem Punkt gibt es noch einen weiteren Aspekt und der ist sehr einfach. Vergeht mir, wenn ich das so simpel darstelle. Manchmal werden Ruth und ich von Leuten belächelt, die zu uns sagen, ihr verhaltet euch wie Teenager. Wo ihr auch seid, ihr geht immer Hand in Hand. Wir gehen gern Hand in Hand. Doch da steckt mehr dahinter, denn die Bibel sagt ja, können etwa zwei miteinander wandeln, sie seien denn einig untereinander. Und glaubt mir, wenn ihr nicht einig seid, werdet ihr nicht lange miteinander wandeln. Doch das Miteinanderwandern hilft euch, untereinander einig zu sein. Wir achten immer darauf, dass wir nicht im Gleichschritt gehen, sondern vielmehr im Gegenteil, wenn ihr versteht, was ich meine. Denn wenn ihr Hand in Hand geht, muss der eine immer den anderen Fuß nach vorne setzen als der andere. Wir haben schon viele Nationen auf diese Art und Weise durchwandert. Wir wachen eifersüchtig über unsere Harmonie, denn sie ist der Schlüssel zu jedem Bereich unseres Dienstes. Als wir wegen Ruths Krankheit diesen enormen Druck ertragen mussten, sagt ein sehr lieber Bruder im Herrn, ein sehr reifer Diener Gottes, der nur ein Jahr jünger ist als ich, ich bin überzeugt davon, dass der Schlüssel zum Erfolg eures Dienstes eure Harmonie ist. Lasst nicht zu, dass sie durch irgendetwas verdorben wird. Und ihr könnt mir glauben, an diesem Punkt müssen wir um unsere Harmonie kämpfen, nicht gegeneinander, sondern gegen alle möglichen Druckmomente und finsteren Mächte, die sich gegen uns richteten, um uns zu entmutigen und uns zurückzudrängen. Abschließend noch ein letzter Gedanke. Wie viele von euch möchten gern prophetisch tätig sein? Gut, als verheiratete Paare könnt ihr das auch sein. Ich gehe noch einmal zurück zu Epheser 5. Epheser 5, 22, 23. Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Retter. Wenn ihr euch diese ganze Bibelstelle anschaut, werdet ihr feststellen, dass Paulus unterm Strich Folgendes sagt. Die Ehe ist deshalb so ein großes Geheimnis und so heilig, weil sie ein Sinnbild der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde ist. Versteht ihr? Gott hat im Alten Testament Propheten nicht nur aufgefordert, eine verbale Botschaft weiterzugeben, sondern darüber hinaus auch gebraucht, etwas sichtbar zu demonstrieren. Er sagte zu Jeremia, er sollte ein Joch auf seine Schultern tragen. Er sagte zu Hosea, er solle eine Prostituierte heiraten. Er sagte zu Hesekiel, er solle ein Loch in eine Mauer hauen und sich wie jemand verhalten, der aus einer belagerten Stadt ausbricht. Wir können also neben dem reden, unter anderem auch dadurch prophetisch aktiv werden, dass wir etwas mit unserem Leben anschaulichen und verkörpern. Ich glaube, hier haben wir die beste Gelegenheit, für die Welt prophetisch tätig zu werden. Als Mann und Frau demonstrieren wir der Welt, welche Beziehung Christus zu seiner Gemeinde hat. Wenn wir dabei Erfolg haben, werden wir in Männern und Frauen ein Verlangen wecken, das kennenzulernen, was uns erfolgreich macht. Ich möchte nicht prahlen, aber ihr würdet überrascht sein, wie viele Menschen zu Ruth und mir gesagt haben, wir möchten sein, wie ihr seid. Das Thema dieses zweiten Treffens lautet Väter. Ein einziges Wort, das von einzigartiger Bedeutung und Gewichtung ist. Nichts in der Bibel ist wichtiger als die Offenbarung der Vaterschaft. Das ist wirklich das zentrale Thema der ganzen Bibel. Um das näher zu beleuchten, gehen wir zu einem großartigen Gebet des Apostel Paulus in Epheser 3, 14 und 15. Das ist zwar nur der Anfang seines Gebets, aber genau diesen wollen wir uns betrachten. Epheser 3, 14 und 15. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, von welchem jedes Vaterhaus in den Himmeln und auf Erden den Namen hat. Im Originaltext steckt etwas drin, was diese Übersetzung nicht ganz wiedergibt. Das Wort, das hier mit Vaterhaus übersetzt wird, lautet Patria. Es leitet sich direkt aus dem griechischen Wort für Väter ab, das Pater heißt. Im Deutschen gibt es viele Worte, die von dieser Wurzel herstammen, Patriot zum Beispiel oder Patristik. Paulus sagt somit eigentlich Folgendes. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von welchem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden den Namen hat. Das ist auch die Philips-Übersetzung. Ich möchte es wiederholen.